teurer wie ja, im Kaufland zum Beispiel oder im Lidl. Also das ist auch uns mitgenommen. Mir hat eine auf Instagram geschrieben, weil ich ja da gerade auf Instagram auch sage, dass es mir halt gerade momentan leider nicht so gut geht. Aber ich darf davon nicht zu viel trinken, sonst kriege ich wieder Sodbrennen. Gestern habe ich zwei Äpfel gegessen und ich hatte so Bock auf... Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal einen Ikea-Haul, wollte ich sagen, einen Edeka-Haul, ja, weil, denkt euch nichts, wenn ich ein bisschen mehr atme oder die ganze Zeit mache, mir geht es nicht so gut, aber geht schon, ich habe gemerkt, sobald ich aufgerafft bin und irgendwas tue, dann geht es mir besser. Also ich hoffe zumindest. Auf jeden Fall habe ich einen Edeka-Haul und das freut mich voll. Ihr habt euch so lange schon gewünscht, dass ich mal bei Edeka einkaufen gehe. Ich glaube, ich war noch nie so wirklich einkaufen bei Edeka. Jetzt haben wir hier eine Gerammeltüte voll bei Edeka gekauft. Also wir waren alle zusammen. Die Mädels, ich und mein Mann. Weil wir jetzt einfach noch so ein paar Sachen gebraucht haben. Ich würde jetzt sagen, es ist kein so richtiger Wocheneinkauf. Es ist eher so ein Zwischeneinkauf. Ich würde, glaube ich, um ehrlich zu sein, auch nicht zu Edeka gehen, um meinen Wocheneinkauf dort zu tätigen, weil es schon teurer ist. Es ist also schon auch allein die einzelnen Produkte, die Eigenmarken, sind schon so ein paar Cent teurer wie ja, im Kaufland zum Beispiel oder im Lidl. Also das ist auf jeden Fall das, was mir aufgefallen ist. Ansonsten war es total gemütlich. Der war total leer. Heute Samstag, der Kaufland wäre rappelvoll, Edeka war rappelleer. Ja, der ist halt einfach so ein bisschen gehobener, ein bisschen teurer, denke ich. Ist aber wunderschön angerichtet, alles sieht alles, die Gänge schön breit. Und wer nicht will, dass so viel los ist, glaubt, der ist bei Edeka echt gut aufgehoben. Und ich denke, auch mein Mann hat auch vorhin gesagt, er wird öfters jetzt immer zum Edeka fahren. Gerade wenn ihm irgendwas fehlt, dann ist er schneller bei Edeka durch, als wenn er jetzt zum Kaufland fährt. Obwohl jetzt momentan sogar beides gleich weit von uns entfernt ist. Ja, weil er eben neu aufgemacht hat. Ich zeige euch jetzt einfach mal alles, was wir jetzt eingekauft haben. Und ja, dann wisst ihr auf jeden Fall, was wir im Edeka mitgenommen haben. Es kam einmal mit Schokochips. Schokochips, genau. Da wollte meine Tochter ja eigentlich die originalen Kelloggs, aber die kosten... Ich glaube 3 Euro und da ist nur die Hälfte drin. Da bist du, die schmecken eigentlich genauso. Da ist auch die doppelte Menge drin und kosten 1,97. War sie gleich einverstanden. Ich habe nur die Marken. Oh Gott, Leute. Ich sag ja, dieses Pusten, ihr müsst euch dran gewöhnen. Ich weiß nicht, warum ich puste. Irgendwie habe ich dann das Gefühl, es geht mir besser. Auf jeden Fall. Die Marken hatte ich ja mit, weil da hatte ich immer Coupons eine Zeit lang, aber jetzt habe ich gerade keinen Coupon mehr. Mein Mann hat sich Lebkuchen ausgesucht, am Schild stand 1,69, auf dem Kassenzettel stand da jetzt nur noch 86 Cent. Hätte mich auch gewundert, wenn wir da echt noch den vollen... Ja, wenn wir noch den vollen Preis gibt, aber am Ding stand echt 1,69. Aber es hätte mich gewundert, weil es ein Weihnachtsding ist und wir haben einfach keinen Weihnachten mehr und normalerweise sind alle Weihnachtssachen... runter reduziert. Ja, also nur noch 86 Cent. Dann habe ich mir solche Bonbons mitgenommen. Mir hat eine auf Instagram geschrieben, weil ich ja da gerade auf Instagram auch sage, dass es mir halt gerade momentan leider nicht so gut geht. Hat sie gesagt, ihr hat in der Schwangerschaft immer geholfen, ein Bonbon zu lutschen. Gleich nach dem Aufstehen, so ein Vitaminfruchtbonbon. Dachte mir, okay, komm, das probierst du mal aus. So ein Bonbon geht noch. Also Essen widert mich so ein bisschen an. Aber vielleicht hilft ja so ein Bonbon. Ja. Dann habe ich einmal Eier mitgenommen für 1,25, weil wir fast keine mehr haben. Morgen ist Sonntag und naja, Eier kann man immer genommen. 76 Cent für Buttertoast. Da ist mir aufgefallen, der ist günstiger um 1 Cent. Weil 77 Cent kostet da zum Beispiel beim Kaufland. Aber 1 Cent. Aber er ist günstiger, wenn man es so sieht. Leibniz-Kekse, das hat sich die Große ausgesucht für 1,35. Aber die hat sich dann sogar die gegriffen mit 30% weniger Zucker. Da habe ich gesagt, na klar darfst du die mitnehmen. Karamell-Rayleigh-Dinger hat mein Mann mitgenommen für 1,76. Der läuft eine Katze. Tuk-Tuk-Kekse habe ich mir mitgenommen und auch gleich 2 Packungen. Ich hoffe, ich habe die richtigen. Ja, die originalen. Gleich 2 Packungen, weil... Hab oben eine, also
meine Freundin hat mir eine mitgebracht, eine Packung, und gesagt, das hat ihr so geholfen, gleich nach dem Aufstehen einen Tuk-Tuk-Keks zu essen. Einen Tag hat es mir geholfen, heute in der Früh hat es mir nicht geholfen, keine Ahnung, aber die liegen jetzt an meinem Nachtkästchen und gleich, wenn ich aufstehe, esse ich einen Tuk-Tuk-Keks. Gekostet haben die übrigens 77 Cent, die waren, glaube ich, gerade im Angebot sogar bei Edeka. Dann meine Kleine hat sich zwei Soft ausgesucht, die kosten 1,36. Ich glaube, die sind auch im Angebot oder so, keine Ahnung. Ganz normales Rapsöl haben wir mitgenommen für 97 Cent. Und mehrere Flaschen. Das ist für die Fritteuse. Da wechseln wir immer so ab und zu mal wieder das Fett aus, weil sonst ist es echt widerlich. Und das haben wir, mein Mann hat letztens die Fritteuse, ich sage immer wieder, weil was mein Mann, ich bin voll gemein, hat die Fritteuse, die komplette Fritteuse letztens sauber gemacht und geputzt und gescheuert und also wirklich sich voll Mühe gegeben. Deswegen haben wir jetzt wieder neues Öl gebraucht. Ich glaube, noch eine Flasche müsste da irgendwo drin sein, ich zähle gerade nicht. Schokorosinen hat sich mein Mann isst die wahnsinnig gern, für 97 Cent mitgenommen. Paniermehl, wir haben heute Schnitzel gemacht und dann ist das Paniermehl ausgegangen. War aber nicht so schlimm, wir haben alte Semmeln dann in der Küchenmaschine zerschreddert und das geht dann genauso. Trotzdem möchte ich sowas immer zu Hause haben, deswegen haben wir es nochmal nachgekauft für 67 Cent. Oh, Leute. Dann haben wir gerade ganz viel Quark zu Hause. Ist aber nicht viel drin, oder? 2 × 62,5 Gramm. Wir haben gerade ganz viel Quark im Kühlschrank und mein Mann hat gesagt, boah, der hat da voll Bock auf so Grissinis und in den Quark so eintauchen. 77 Cent haben wir gekostet. Für 88 Cent habe ich mir HSC-Flasche mitgenommen, Multivitamin. Das ist auch so momentan, ich kann keine Cola Light mehr trinken. Ich kann keine Süßigkeiten essen, ich kann keine Cola Light trinken. Alles so Sachen, was ich eigentlich wahnsinnig gern und geliebt habe, geht momentan nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt auf dem Trichter HSC, aber ich darf davon nicht zu viel trinken, sonst kriege ich wieder Sodbrennen. Gestern habe ich 2 Äpfel gegessen, ich hatte so Bock auf Äpfel und dann habe ich Sodbrennen bekommen. Also dann, ich habe ja nichts im Magen, ne, weil ich muss mich ja mal übergeben wieder. Es ist echt schwierig, da was zum Essen zu finden. Und 2 Äpfel waren dann echt zu viel. Wobei, die haben so gut getan. Ich kann es nicht vorstellen. Die haben so richtig gut getan. Aber danach hatte ich voll diese Säure im Magen. War auch nicht besser. Aber das mit Wasser verdünnt geht auch ganz gut. Aber nur Wasser ist auch so. Boah, nee, nur Wasser geht auch nicht. Also, ja, man auf hohem Niveau, würde ich sagen. Aber wirklich hohes Niveau kann ich es auch nicht mehr nennen. 97 Cent nochmal für ein Öl. 2,31 für Schokodrink, also für Kava, weil die armen Mädels haben kein Kava mehr. Ich glaube, der ist jetzt komplett leer. Hast du die Verpackung schon weg? Nee, die Verpackung steht noch drin. Verpackung steht noch drin. 2,31. Jetzt haben sie endlich mal wieder einen neuen Kava. Kava Schokodrink. Ja. Was mir auch ganz, ganz viele geschrieben haben. Hier, ups. Wie rum ist denn das jetzt hier für euch richtig rum? Ingwertee, naja, bei euch ist es eh verkehrt rum. Ingwertee. Würziger Ingwertee soll anscheinend wirklich helfen gegen Übelkeit und Schlechtsein. Auf Instagram haben mir dann auch gleich wieder 2 geschrieben, nein, nimm auf gar keinen Fall Ingwer, das fördert Wehen und sowas. Und ich habe dann so ein bisschen gegoogelt, aber also es steht überall drin, dass in der Schwangerschaft Ingwertee gegen Übelkeit helfen soll. Und man soll es halt nicht gegen Ende der Schwangerschaft nehmen, aber am Anfang spricht gegen Ingwertee nichts dagegen. Wie gesagt, ich probiere einfach alles auf, was es nur zum Ausprobieren geht, weil es ist echt widerlich. Aber gut. Dann habe ich noch Schokorosinen mitgenommen nochmal. Ah ne, ich nicht, sondern mein Mann 97 Cent. 2 Stück hast du gleich mitgenommen. Und Pink Lady Äpfel für 1,97. Genau, die kamen auch noch mit. So, und Kaugummis, genau, kamen auch noch mit. Die sind aber, Kaugummis sind jetzt weg, gell? Die sind so. Boom. Die hatten leider keine. Das war auch ein bisschen traurig im. Leute, ich in meiner Pusterei. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr müsst es euch jetzt nicht die ganze Zeit ertragen. Ich und die Pusterei, aber. Nein, ich krieg mein Kind noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, warum ich puste. Es ist ein bisschen dämliche Angewohnheit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann geht es mir besser, wenn ich puste. Ich glaube, die Kaugummis, das sind Kinderkaugummis, die sind im Auto. Wir wollten eigentlich solche Kaugummis, was sie sonst immer haben, solche Erdbeerkaugummis oder so, was sie beim Kaufland immer mitnehmen, 57 Cent oder so kosten, die gab es natürlich nicht. Jetzt haben wir so Airwick oder wie die heißen, auf jeden Fall sind die halt viel teurer, für 1,27 oder so. Aber die wollten halt jetzt Kaugummis und dann haben sie halt Kaugummis mitgebracht. Im Endeffekt war das jetzt ein Zwischeneinkauf und ja, so ein paar Sachen kamen mit. Ich kann es euch ja gleich mal zeigen. Ich habe 26,93 Euro im Edeka ausgegeben.
zeige euch mal. Allzu viel ist es nicht. Also ich sage ja, Edeka wird jetzt nicht mein Einkaufsladen, wo ich meinen Wocheneinkauf tätige, weil ich meine, jetzt schaut mal, es sind jetzt nicht so viele Sachen. Wieso sind das so unscharf? Es bleibt unscharf. Ja, also von da sieht man es ganz gut. Mehr ist es gar nicht. Ja, und 26 Euro. Wenn ihr wisst ja, meine Wocheneinkäufe sind meistens 50 Euro, aber da ist schon einiges mehr dabei irgendwie. Naja. Aber so, um kurz mal irgendwas zu kaufen, finde ich Edeka praktisch. Und außerdem ist halt echt nicht viel los. Ne? Du musst nicht anstehen, nichts. Das ist schon auch praktisch. Also ich denke, wir werden Zwischeneinkäufe sowas, vielleicht sowas. Okay, aber Wocheneinkauf kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt bei Edeka tätigen werde. Wobei Edeka auch einen riesen Prospekt hat. Ich kann das auch... Nein, den habe ich schon weggeräumt. So ein riesen Prospekt. Ich glaube, ich habe schon weggeräumt. Auch so ein riesen Prospekt. Also Edeka, liegt es da was? Ich bringe es euch. Oh. Ja. Ich komme, Leute. Ich hab meine Pusterei. Also ein riesen Prospekt hat Edeka da. Da kann man echt nicht motzen. Also hier. Und ganz viele Seiten. Also Angebote haben die definitiv auch viele. Also da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Naja. Mal schauen. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr beim Edeka schon mal einkaufen wart und wie ihr Edeka findet oder ob ihr da regelmäßig einkaufen geht. Würde mich wirklich richtig interessieren. Ansonsten würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und über ein kostenloses Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast. Ich wünsche euch einen wunderschönen... gleich kotze ich euch in die Kamera. Wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Tut mir leid.